Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider im letzten Level, die große Pyramide. Ich habe wieder die Matte dabei. Yay, hi. Hallo. Und kurz noch in eigener Sache, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich werde hiernach auch direkt das Add-on anfangen, Unfinished Business. Und deshalb, das hier ist zwar das letzte Level vom Hauptspiel, aber es wird keine große Verabschiedung geben, weil es ja direkt weitergeht mit demselben Spiel praktisch. Kein tränenreicher Abschied. Nein, wir werden nicht weinen, sowieso nicht. Ja, das ist eine gute, das ist Heinz. Wie er vom Himmel fällt. Ja, er ist stinksauer. Verständlich irgendwie. Wow, wie hier nochmal Uzi-Munition liegt. Weil die Spieler ja so wenig davon haben, vermutlich an dieser Stelle. Oh. Ich bräuchte mal kurz ein kleines Medipack, mein guter Freund. Ich habe leider nur noch 25. Ja, Tomb Raider 1 war wirklich nicht schwer, sowohl was die Gegner angeht, als auch was hier so Ressourcen und Rätsel, das geht alles, ist fair. Oh, wie schön sie das gedreht hat. Noch eine Pirouette. Hauptsache, ich komme auch bis ganz nach unten. Direkt in die Hölle. Nun. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Uzi die stärkste Waffe war oder ob es eher die Schrotflinte sein darf. Wir probieren die Uzis nochmal. Ich glaube, hier gab es kein wirkliches Rätsel, anders als in Anniversary mal wieder. Sondern man musste tatsächlich diesen Typen einfach nur beballern, bis er kaputt Echt? Ist. Ich glaube ja. Oh. War das nicht auch da so, dass der irgendwie sich an... Dass der an der Kante irgendwie... Nee, stimmt. Nee. Also ich habe wirklich in Erinnerung, dass man einfach nur lang genug überleben muss und auf ihn ballern. Wirklich öde irgendwie. Ja. Also waren ja viele der Bosskämpfe in Tomb Raider. Ja. In Tomb Raider 1 ja sowieso alle bisher dann. Ich glaube, selbst der Endkampf verläuft so. Schieß jetzt natürlich nur mit halber Geschwindigkeit. Oh nee! Komm, schlag zu. Schlag. Nicht jetzt! Nun. Er hat auch ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Ja, das ist in der Tat so. Nee. Oh, ich wäre jetzt fast wieder runtergefallen. Kleines Mähpack. Also ich habe jetzt 500 Schuss verballert. Boah. Aber ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen sollte. Ja, also ich weiß es wie gesagt nicht mehr. Ob du ihn doch irgendwie von der Kante locken musst. Nee, er ist... Er ist im Sterben. Er liegt im Sterben. Ja. Und natürlich muss er platzen, das ist ganz wichtig. Explodieren bitte. Sie waren schon sehr früh Fans von Explosionen. Ich werde die Munition jetzt einfach mal hier liegen lassen, denn ich habe noch 1800 Schuss übrig. Die werde ich wohl kaum überhaupt brauchen. Ja, und in Unfinished Business startet man dann ja wieder mit null. Gehe ich davon aus. Es wäre auch irgendwie komisch, wenn man jetzt seinen Spielstand importieren könnte. Ja. So komisch wäre es noch nicht mal. Ich fände es ganz okay, dass man das könnte. Nur irgendwie ist es auch sinnlos. Ja, es ist halt zu viel Aufwand irgendwie. Vor allem zerstört es bestimmt auch das Balancing. Mhm. Wenn jeder schon in Level 1 dieses Add-ons dann völlig andere Werte hat. Okay, ich habe hier ein Problem. Das ist zu hoch, um dran zu kommen. Sehe ich das richtig? Nun. Ich würde aber mal vermuten, ja. Und diese Kiste da kann ich nur reinschieben. Ich werde sie mal reinschieben, weil standardmäßig war sie draußen. Ich weiß aber nicht, ob das irgendeinen sinnvollen Effekt hat. Weiter geht nicht. Hä? Ja, wahrscheinlich würde ich... Ja gut, ja, lass sie drin, weil vielleicht ist im anderen Raum gegenüber dann irgendwas Cooles. Keine Ahnung. Oh, ich höre Fallen. Oh, und da oben ist was, was einbrechen wird. Ja.
Eigentlich ist es immer völlig absurd, wenn man dann in so einem Gang ist und erstmal eine Kiste verschieben muss, um durchzukommen, aber dahinter wartet irgendjemand auf einen schon. Ja. Weil ich mich dann frage, wie sind denn die da durch? Ja, oder so Sackgassen-Chiller, die dann irgendwie in so einem Gang auf dich gewartet haben, wo einfach ein Dead-End ist, wo du dich fragst, was... Was haben die hier gesucht? Wollte der nur mal pinkeln? Ja, da konnte ich jetzt nicht weiter. Hierhin kann ich sie auch nicht verschieben, nein. So, das wirft uns dann wieder zurück zu dieser Sache. Ich werde die mal rausziehen. Vielleicht ist das die, die jetzt im Weg steht. Was komisch wäre, weil sie war schon draußen, glaube ich. Sie war standardmäßig draußen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist zu lange her. Ja. Okay, dann stand sie von Anfang an richtig. Okay. Ja, und jetzt kann ich die natürlich benutzen, um da oben hinzukommen. Eiskalt ausnutzen. Gekonnt. Gekonnt ist er eben gekonnt. Ja. Das ist aus Detektiv Con. Ich würde ja die Spielstände wieder nach Detektiv Con Sachen benennen, aber... Oh, ich bin doof. Ja, das ist der Grund. Nun. Na, es dürfte erheblich leichter sein, wenn die Plattform noch nicht gefallen ist. Jo. Ja, kann man machen. So, jetzt sie überall hier verwirrende Gänge. Ich werde erstmal nach rechts gehen. Auch hier geht's wahrscheinlich einfach runter. Ja. Stein hinter mir? Nee. Das mag ich an Tomb Raider 1 irgendwie nicht so gerne. Es gibt irgendwie viel zu viele klaustrophobische, enge Passagen, die irgendwie voll langweilig sind dadurch. Ja, und viel zu wenige rollende Steine. Naja, das hier wäre halt so eine Stelle, da hätte ich erwartet, dass ein Stein kommt. Ich war vorbereitet, verstehst du? Und dann kommt keiner. Oh nein. Ich wollte doch zermatscht werden. Nun. Ah, ich verstehe. Ja, wir haben den Stein eben hier rausgeschoben und jetzt können wir ihn hier unter den Hebel schieben und den dann runterziehen, was völlig sinnlos ist, weil... Nee, so einfach geht das nicht. Du musst... Ich muss... Von der anderen Seite so erstmal wieder raus. Ah, ich... Ja. Oder? Nein, ich glaube, ich habe diesen Stein ja von der anderen Seite bewegen können. Ja, hab ja, den ja, jetzt... Du kommst ja wieder auf die andere Seite. Ja, ich komme jetzt durch dieses Loch. Hier müsste jetzt ein Loch sein. Ja, genau. So. Muss ich... Ah, ein, zwei... Und... Oh! Du siehst das, oder? Dann darf ich wieder drumherum. Zurück, ja. Man konnte ja noch nicht kriechen. Nee, man kann nicht kriechen, man kann nicht sprinten. Das sind alles Dinge, die ich schmerzlich vermisse. Vor allem, dass man nicht kriechen kann, macht das Leveldesign echt öde. Ja. Oder? Das war einfach zu krass komplex, da sind sie nicht drauf gekommen. Im ersten Teil. So, Leute, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Aufgehört in Anführungszeichen, ist mal wieder abgestürzt. So, schauen, was hier drin ist. Wetten, wir müssen weiter die Pyramide... Nee, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Da hinten ist irgendwas. Die hier sehen alle zu schräg aus. Wobei, ich glaube, diese Seite ist nicht zu schräg. Ich glaube, diese Seite, da kann man drauf gehen, ja. Ah, ich verstehe. Uah. Vielleicht stürzt das Spiel ja auch nur einmal ab, weil du vergisst, ein neues Geld einzuwerfen. Ja, das ist eigentlich ist DLC-Politik ja nichts anderes. Das Spiel ist hier vorbei, weil sie vergessen haben, Geld einzuwerfen. Naja, bei MMOs, die du mit hier mit so einer Gamecard bezahlst im Voraus, da läuft das auch so. Da kommt dann so eine Nachricht: Hi, in 30 Minuten endet deine Spielzeit. Tschüss. Tschüss. Ja gut, MMOs sind aber immer was anderes, ja, so ein bisschen. Natürlich, nicht nur ein bisschen. Ja, ich meine, bei den unendlichen Add-ons zu World of Warcraft würde ich mich auch nicht beschweren, dass es die gibt, weil das Spiel halt einfach so lange schon läuft. Ist halt nur immer so witzig, hat immer so witzige Situationen ergeben, wenn halt Leute aus der eigenen Gilde dann...
das so, Add-on nicht hatten und vielen Features fehlten. Nee, wenn sie vor allen Dingen dann vergessen haben, den Stein vergessen haben. Nein, wenn sie dann die Spielzeit vergessen haben nachzubezahlen. Und dann irgendwie beim Raiden, ja, sorry Leute, ich bin zwar der Tank, aber ich bin gleich erstmal weg. Mitten im Bosskampf. Nun. Ist das oft passiert? Früher ja, als es noch kein PayPal gab und all solche Dinge. Gerade als wenn man jünger ist, darf man ja vielleicht auch noch gar nicht mit PayPal bezahlen. Und dann kann man halt nur mit diesen PaySafe-Cards das machen. Und das ist schon häufiger vorgekommen. Ich glaube, PayPal ist doch, ja klar, PayPal ist ja sogar ab 18. Also so brutal fand ich das nicht. Aber... Nö. Ja, klar. Ich habe mich jetzt einfach mal, normal bin ich nicht so. Du hast dich verlassen. Ich habe mich verlassen und wurde es auch. Ja. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Oh! Es ist der Gothic-Spruch. Wobei, der ist nicht aus Gothic, den gab es schon vorher. Aber, ja. Ich glaube, so dürftest du überleben. Boah. Ja. Muss man da Schaden bekommen, tatsächlich? Ich glaube schon. Also, ich wüsste nicht, wie ich jetzt weniger Schaden bekommen hätte. Und nein, Zuschauer, man kann sich nicht abrollen, das ist ein Gerücht. Es gibt halt immer wieder Leute, die denken, wenn man hier das direkt macht, würde man weniger Schaden bekommen, aber es ist nicht so. Da traut ihr dem Spiel zu viel zu. Zumindest in Tomb Raider 1 ist das nicht so. In den anderen habe ich es nie getestet, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass es da nötig war. Nun, ich darf das Zion nicht holen. Ich war auf der Rampe. Vielleicht muss ich vorher was anderes machen. Was verwirrend wäre, weil es eben ja ging. Genauso. Wie war das denn eben? Wie war das denn eben vorher? Hat sie das nicht gekriegt? Warte mal. Nee, also ich habe das Zion nicht. Wenn ich hier rüber springe, bin ich ja wieder am Level anfangen. Ja. So, das ergibt also schon mal keinen Sinn. Die Tür ist zu. Hier hinter... Leitern gibt es noch nicht. Hier hinter ist nichts. Versuch mal drauf zu schießen oder so. Ah, ja. Ah, ja, das war's. Stimmt. So war das. Jetzt ist die Tür auch offen. Okay, ja. In Anniversary war das ja, glaube ich, eine Quicktime-Sequenz. Sogar eine recht coole. Oh, ich muss in die andere Richtung fliehen. Coole Stimmt. Quicktime-Sequenzen. Stirb. Nein, ich fand die in Anniversary, die kamen nie nervig. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine war. Ich weiß nur, dass ich so verkackt habe. Nun. Also schießen. So. Ich dachte jetzt, das ist eine reibungslose Fluchtsequenz, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich nach System alle abballern. Ja, hier passiert ja auch gar nichts. Erst diese Freude, als da keine Lava war und ich es überlebt habe und dann... Bang. So Leute, das Spiel ist eben abgestürzt. Man müsste eigentlich mal einen Counter dafür machen, wie oft das Spiel abgestürzt ist in diesem LP. Bei Tomb Raider 3 wird dann wahrscheinlich das LP abstürzen wegen diesem Spiel. Ist noch was anderes. Entschuldigung. So, komm, stirb. Nicht du, es war jetzt nicht so schlimm, was du gedacht hast, sondern... komm, stirb. Bam, bam. Mhm. Ja. Sowas finde ich immer schade, dass man eigentlich so eine nahtlose Fluchtsequenz haben sollte. Nahtlose. Das auch. Und dann stattdessen bekommt man sowas. Ja, der Hebel, den umzulegen, war jetzt völlig sinnfrei, ich weiß. Kann ich jetzt denn vielleicht da unten irgendwie... Da hat sich da was eröffnet. Ich glaube, da ist ein Secret. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, das sieht so aus. Da ist so ein Loch und da ist... Falls du das dir holen möchtest. Eigentlich ist es ja sowas von egal. Gameplay-mäßig. Mittlerweile. Weil es endet ja gleich alles. Vielleicht ist das aber auch der normale Weg. Ja. Ich verstehe es. Ich habe versagt. Nun. Da runter.
Aua. Nara müsste so kaputte... müsste so kaputte Knie haben. Markus Magen hat gerade geknurrt, deswegen habe ich gedacht... Ach so, ja, das Hähnchen läuft ja. Ich will dieses Spiel durchhaben, bevor das Hähnchen fertig ist. Das ist wichtig. Sonst... Dabei ist Lara doch auch schon so oft gegrillt worden hier. Ja, aber ich beiße ungern in diese Frau rein, verstehst du? Ist auch nicht viel dran an der. Ja. Ich würde mal tippen, an unserem Hähnchen ist mehr dran. Ja, an jedem Einzelnen. Nun, es wirkt wie der richtige Weg. Überall tot und fallen, das muss der richtige Weg sein. Ja. So, ich glaube, da sind Steine hinter... Nee, da sind keine Steine hinter mir. Steine hinter mir. Luft um mich. Ja, das ist definitiv der richtige Weg. Wirkt ein bisschen so wie in Tomb Raider 4 gegen Ende irgendwie. Das da wird schwierig. Speichern. Da gab es ja auch so eine Flucht-ähnliche Sache. Ah. Och nee. Das ist ja doof. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht gespoilert. Du hast es ja schon... Ja, ja, ich... Du wirst es ja sowieso erst in 2-3 Jahren sehen. Ich meine jetzt... Also insofern... Letzten Endes kenne ich dieses Spiel. Ich habe ja es damals mit Komplettlösung gespielt. Gott sei Dank, sonst wäre ich jetzt nicht mehr bei Verstand. Hast du nicht sogar meine LP gesehen? Das Tomb Raider 4 LP? Ja, aber das ist auch schon wieder so lange her. Yay. Dann ist es ja gar kein so großer Spoiler. Sag mal, jetzt packen sie hier aber hier richtig die Fallen aus. Ich hätte mich gefreut, wenn es mehr solcher Level gegeben hätte. Weil wenn man schon so eine schöne Steuerung hat... Und ja, ich mag sie. So, ja. Das ist krass, was sie hier nochmal alles ins letzte Level gepackt haben. Boah, Boy. Die geht ab wie Schmitzkatze, Mann. Wie ich einfach abspringe und anfange zu brennen. Ein Komet. Oh! Hi. Oh! Nicht zu spät. So, Leute, Matt hat sich keine Sahne in ihren Kaffee gemacht. Deswegen. Sag mal, wie oft kann eine Person eigentlich sterben? An einer so einfachen Stelle eigentlich. So, ich möchte jetzt speichern. Ich möchte nicht. Ich habe einen großen. Ist ja sowieso egal. Ich möchte es einfach nur speichern und raus hier. Raus hier. Aus diesem. Nun. Och, wie habe ich das denn hinbekommen? Das war so simpel. So simpel. So das simpel. Ist alles nur wegen der fehlenden Sahne. Ja, und stellt euch mal vor, das passiert dann in Tomb Raider 3, wo man seit 5 Stunden seit Anfang des Spiels nicht gespeichert hat. Dann im letzten Level so war. Was? Sag mal, wollen die mich hier verarschen? Wie dieser Stein dich in den Fels gedrückt hat. Wie so eine Vorwärtsrolle in den Fels rein. Ist sicherer dort. Wie sie mir hier nochmal alles auf die Fresse hauen. Stimmt, das war echt eine böse Passage. Da wurde das Spiel dann doch nochmal ein bisschen schwerer. Ja. Hallo? Boah, zum Glück verfolgt mich nichts. Oh nee. Ach da. Andere Richtung. Och nee. Och nee. Tag. Nochmal. Tag. Ja. Ist das hier jetzt sowas wie der Vorgeschmack auf Tomb Raider 3? Ich freue mich ja schon. Och nee. Nein. Nein. Bitte. Da ist Licht am Ende des Regenbogens. Da ist kein Regenbogen, da sind Stacheln, Fallen, Feuer, Steine. Feuerstein. Oh ja. Feuersteine auch noch.
Bist du schon mal von einem Feuerstein plattgerollt worden? Mhm. Du siehst nicht so aus. Ach, war das jetzt ein Kompliment, ja? Oh, ich liebe dich. Du siehst gar nicht so aus, als wärst du schon mal von einem Feuerstein plattgerollt worden. Ach, Mann. So, was kommt jetzt? Ach so, ich werde jetzt einfach mal... Oh, ja, das war genau richtig. Oh! Wieso bin ich jetzt eigentlich da weiter? Ich dachte einfach, komm, jetzt oder nie. Ja, das war aber richtig. Du musst dich nur an die Kante hängen. Ja, ich verstehe. Du musst halt genau richtig abspringen, dass du an der Kante landest. Ich kann auch so hier... Okay, okay, das wusste ich gar nicht. Warum habe ich das nicht so gemacht? Denkst du, aus dem Stand wird das an die... Ja. Nicht schlecht. Ja. Eine schöne Passage. Aber hätte cooler gewirkt, wenn ich es halt aus dem Stand heraus aus dem Laufen gemacht hätte. Aus dem Laufen, ja. Genau. So, Noch nie. Oh. Ich hasse euch. Hätte ja klappen können. Ja, sah aber gut aus. Also eigentlich, bis ich dann halt ins Wasser gefallen bin. So geht's noch einfacher. Also eigentlich hat man hier ja Zeit. Ich wollte nur eben, dass es vielleicht cool aussieht. Aber eigentlich hatte man ja Zeit. Draufgänger, Marco. Da ist ja gar nichts. Ah! Oh, das ist so eine schöne Stelle. Das nicht so. Hallo, Leute. Ja, es hat nicht geklappt. Was heißt nicht geklappt? Ich spiele gar nicht so schlecht. Es ist abgestürzt halt. Nur, ja, das war da nicht so toll. Oh, danke. Jetzt bitte nicht abstürzen. Oh. Oh. Nun. Nun. Ja. Das wird ein weiter Sprung. Und er ist, glaube ich, auch sehr lustig, diese Stelle. Wenn ich das... Okay, das bricht erst ein. Das ist freundlich, dass die einbrechende Plattform wartet, bis du oben drauf stehst. Ja. Ich wollte mir aber noch dieses Medipack holen. Und außerdem kommt das hier ohnehin cooler. Leute, richtig schöner Sprung. Wenn ich jetzt nicht aus der Luft gegabelt werde von dem Teil. Aber das, so viel Pech habe ich dann doch nicht. Ich habe Dinge falsch eingeschätzt. Jetzt. Geronimo! Jetzt aber. Richtig cooler Sprung! Oh. Bitte, Marco, kannst du mir einen Gefallen tun? Spring bitte niemals von einem 3-Meter-Brett im Freibad oder so. Und diesen Move. Ach nee, gibt's gar nicht. Aber in Tomb Raider 2 konnte man sich halt dann so schön drehen in der Luft. Ich weiß, da war Uzi-Munition. Ich weiß aber auch, warum ich sie nicht aufgesammelt habe. Oh Mann. Oh, kommen wir bald nicht in den Hauptraum mit dem Endkampf. Warum stürzt es eigentlich gegen Ende besonders? Hi Leute. Martha hat jetzt ihre Sahne, die sie wollte. Und wir hoffen, dass es dann auch jetzt läuft, endlich. Oh. Scheiße. Ach, oh Mann. Ja, es war ein Versuch wert, wie? So, das wird jetzt aber funktionieren. Das, ja, ja, genau. So, jetzt will ich eigentlich nur hier vorbei und dann speichern. In der Theorie kann sowas funktionieren. Mhm. Was ist passiert? Ich habe jetzt in meinem Kaffeebecher mehr Sahne als Kaffee. Ja, okay. Schmeckt doch. Ich höre schon böse Musiks. Irgendwas schießt doch auf mich. Wer schießt? Wer schießt denn? Das schießt doch niemand. Ach so, hi. Oh, also das Medipack? Stimmt, du hast ja plötzlich Flügel. Bist ja plötzlich Geflügel. Genau wie die Händchen, die gleich fertig sind. Also stirb. Das ist auch der einzige Grund, weshalb du noch nicht komplett ausgerastet bist, was? Ja. Ich werde Wiedergutmachung, Reparationszahlung erhalten. Sie ist tot.
Sie ist tot? Echt? Ja. Boah. Ah, Leute, das war's. gewisserweise. So endet Tomb Raider 1. You can't bump off me and my brood so easy, Lara. Oh, sie sagt gerade, nee, ich bin noch nicht tot. Und du läufst einfach weg. Ja, darf ich ja wohl. Sie kommt jetzt hier rein. Hi. Ich glaube, so ist das nicht gedacht. So hatte, glaube ich, noch niemand den Endkampf. Oh! Von hinten. Was macht sie? Sie hat ja nicht mal eine Standanimation. Nee, sie schießt einfach mit diesem Pistölchen da. Das ist... Das war sehr episch jetzt. Der krasseste Endkampf aller Zeiten. Ah. Ja, jetzt, das war's aber, ne? Die sieht tot aus. No, wieso konnte ich jetzt eigentlich hier raus? Hier ist nichts. Naja, Leute, und damit endet an dieser Stelle Tomb Raider 1. Wir müssen natürlich jetzt irgendwie noch hier raus und das tun wir, indem wir hier rausklettern in etwas, was vermutlich die längste Sprungpassage des Spiels sein könnte. Ich mochte das immer, wie man so unglaublich tief unter der Erde ist und dann endet das Spiel damit, dass man stundenlang hochklettert. Ja, und ich war verdammt enttäuscht, dass das bei Tomb Raider Anniversary gefehlt hat. Ja, ja, wirklich. Und ich war immer verdammt enttäuscht, dass hier nicht das Tomb Raider-Theme gespielt wird, weil das wäre die perfekte Stelle, das wäre der perfekte Tag. Nein, das wäre einfach perfekt. Ich glaube, ich werde es im LP ein... Ich vergesse es sowieso. Nee, das kann ich nicht bringen. Ich werde es, glaube ich, einblenden, das Tomb Raider-Theme an dieser Stelle. Ah! Ah! Sie funkelt vor Freude über solch musikalischen Hochgenuss. Nee, ich habe radioaktives Gemüse gegessen. Du hast nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert. So, dann... Och nee, sie lebt ja noch. Ja, ist ja schnell erledigt, ne? Ja, ist ja das spektakulärste Endkampf aller Zeiten. Was haben die sich dabei damals eigentlich gedacht? Okay, so. Jetzt aber wirklich, ich habe langsam Hunger. ich will das nur nochmal betonen. Es geht hier um ernste Dinge. Wir müssen das schaffen, schnellstmöglich hier rauszukommen, sonst verhungere ich hier noch. Da hoch. Und gleich dann Unfinished Business. Das ist ziemlich schön, dass ich das so plane, dass es hier kein großes Credits-Geschwätz mehr gibt, denn Unfinished Business das knüpft auch direkt an tatsächlich. Ich habe es ja schon gesehen, man rollt hier gleich irgendwo runter und in Unfinished Business fängt es genau so an, dass man ankommt. Unten. Ja. War jetzt bestimmt sehr nachvollziehbar formuliert. Ja. Staunenswerte Worte halt. Oh. Nee, keine Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Manchmal kurz. Auch das Herzklopfen im Hintergrund. Aber ich muss ganz ehrlich sein, der Raum ist nicht so hoch, wie ich ihn in Erinnerung habe. Mhm. Ich dachte, das würde sich endlos hinziehen. Ich glaube aber, wir sind fast schon oben. Wieder. Hier noch so ein Stein. Das wäre echt freundlich. Ja, es ist ja eigentlich eine besondere Designidee, dass nach dem Endkampf noch so eine Szene kommt. Ja. Meistens kommt dann ja schon, keine Ahnung, die Credits werden gespielt oder es kommt noch eine Zwischensequenz. Ich werde jetzt nicht nochmal speichern extra für diesen Sprung. Oh. So Leute, und damit endet mein Let's Play zu Tomb Raider 1. Es geht direkt mit Unfinished Business weiter. Martha, willst du dich noch verabschieden? Nö, ihr seid alle doof. Nein, natürlich. Tschüss. Tschüss. Und ja, also ich weiß nicht, ob es passt, wenn ich das hier schon sage. Zum Hauptspiel kann ich das aber zumindest sagen irgendwie. Der Letzte macht das Licht aus.
Ja, der letzte. Ist so. Der letzte macht das Licht aus.